Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten EDF 2017 Unterhaltung. Wir spielen weiter und so weiter und so fort. Wir wählen uns ganz neue Ausrüstung aus für die neue Mission, weil wir wollten da irgendwie... Ich weiß gar nicht, worum es in der neuen Mission gehen wird. Also das ist jetzt so ein ganz kleines Problem an der Sache. Aber nehmen wir mal einen Sniper Rifle. Ich habe keine Ahnung. Sind die gut? Zero Laser Rifle. Was ist das? A High Energy Laser Gun. Entwickelt mit Ravager-Technologie. Aha. Aber unmöglich, um es auf dem Schlachtfeld wieder aufzuladen, also zu neu zu laden. Das ist doof. Weil das kann man nur einmal leer schießen und dann ist die Waffe nutzlos. Aber wir wollen es trotzdem mal sehen. So. Und ja gut, aber dann nehme ich zur Sicherheit halt noch mal den normalen Raketenwerfer mit. Bla 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 bla. So, Air Force. Bla blub. Ja, die Air Force, die losgeschickt wurde, um die Raumschiffe zu zerstören, ist jetzt irgendwie nicht mehr da. So, das ist doof. Ganz viele Kampfschiffe fliegen jetzt irgendwie über die Stadt. Und ja, wenn wir nichts gegen die Kampfschiffe machen, der Aliens, dann geht's der Stadt halt schlecht. So, letztes Mal ist es ein bisschen zu kurz gekommen tatsächlich. Aber wir geben dem ganzen Zitatenkram jetzt nochmal eine Chance. Ich bin auf zitate.net übrigens. Ich drücke da auf Zufall und was mir jetzt gerade hier zufällig ausgespuckt wird, während wir hier diese wunderbare Zwischensequenz sehen, wo wir nochmal den Todesstern in seiner vollen Pracht bewundern können. Der Funkturm steht übrigens wieder. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, es scheint extra auf der Erde eine Firma zu geben, die Fertigfunktürme irgendwie herstellt oder so, weiß ich nicht. Die Bauteile scheinen ja irgendwo auf Lager zu sein. Aber das korrigieren wir gleich wieder, keine Sorge. Zitat von Albert Einstein. Ja, den kennt man. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Das ist doch mal ein schöner Satz. Oh ja, ich mag ja Geheimnisse total. Oh ja, der Hering ist totaler Fan von Geheimnissen und so. Und der Hering ist auch ein totaler Fan von riesigen Raumschiffen, die da irgendwie so in der Luft hängen. Ich kann mit meiner Figur jetzt zwar so rumlaufen und so, aber ich kann die Kameraperspektive nicht bewegen, weil die wollen uns halt das Raumschiff zeigen. Also ein bisschen kann ich die Kameraperspektive schon bewegen, aber es ist jetzt nicht so. Ah, jetzt sind wir wieder richtig drin. Okay, ja gut. Da ist irgendwie... Ja, was, wie kann man das nennen? Das sind halt so jetzt da so Raumschiffe. Und jetzt können wir unseren Laser mal rausholen. Oh, cool. Und. Aber es sind nicht wirklich 180 Schuss. Ich meine, das ist irgendwie seltsam. Seltsame Aufteilung. Aber, na gut, es sieht genauso aus. Zielen ist doof. Das sieht genauso aus halt wie die normalen Schüsse, die ja, die Raumschiffe eben abfeuern. Und das Ding ist verdammt schnell und also wenn man flotten Finger hat, dann kann man hier so richtig viel Schaden machen. Das ist nett. Boing. Und ja, wo ist die, mein Süßer? Versteckst du dich hinter den Bäumen? Ja, keine Chance, ne? Boing. Und na, wo ist denn nochmal mein Süßer? Und da ist noch einer und ich finde es übrigens faszinierend, wie sehr beziehungsweise wie gut meine NPC-Kollegen die ganze Zeit mithelfen. Also, so habe ich das überhaupt nicht in Erinnerung. Die gehen gar nicht so schnell drauf und so. Was ist denn los? Also irgendwie, die haben einen guten Tag. Die haben auch schon in der letzten Mission so einen guten Tag gehabt. Ich habe keine Ahnung, was man denen so ins Müsli getan hat, aber es scheint zu helfen, ganz eindeutig. So, und Njo. Njo. Es hat auch eine verdammt große Reichweite. Also das Ding mit unendlich viel Munition, das wäre echt der Wahnsinn. Man kann später, ja, also so richtige Upgrades oder so für die Waffen gibt es später im Spiel nicht. Also solche Scherze wie unendlich Munition oder sowas, ich glaube nicht, dass man das noch freispielen kann. Jetzt habe ich tatsächlich leer geschossen, Mist. Okay, also Raketenwerfer. Raketenwerfer-Action. Ja. Also unendlich Munition und so ein Firlefanz-Ding gibt es tatsächlich nicht, was ein bisschen schade ist. Andererseits die normalen Waffen, die haben ja eigentlich auch alle unendlich viel Munition, deswegen ist es jetzt ein bisschen... Nee, es wäre halt nur für diese komischen Alien-Waffen irgendwie praktisch. Was man aber tatsächlich... Also es gibt Bonuswaffen und so, die man freispielen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt vielleicht sogar eine Bonuswaffe war, die ich da jetzt in der Hand hatte, weil ich bin der Meinung, nachdem ich den... Ja... Nachdem ich das Ganze auf easy beendet habe, gab es zur Belohnung dann nochmal eine Waffe. Aber wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich kann nicht sagen, was für eine Waffe es zur Belohnung da gab. Hat mich jetzt in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht so sonderlich interessiert, weil, wie gesagt, die meiste Zeit renne ich ja sowieso mit Maschinengewehr und Raketenwerfer rum.
Und dann bin ich auch total glücklich darüber und so. Aber ja, noch mehr Aliens. Wir wissen es langsam. Es sind genug Raumschiffe da drin. Die Ravagers können sich total drüber freuen und so, dass sie immer mehr Raumschiffe produzieren können. Es ist der helle Wahnsinn, ja. Unglaublich. Unglaublich, wie viele Dinge da so reinpassen können. Ich meine, werden die da drin auch produziert? Stehen die da schon fertig irgendwie in einem Hangar drin oder so? Ich weiß nicht. Wir sehen ja leider im ganzen Spiel nicht mal, wie es in so einem Alien-Raumschiff aussehen wird. Also, beziehungsweise es überhaupt aussieht. Das ist ja. Wir laufen die ganze Zeit nur auf der Erde praktisch gesehen herum und knallen halt alles ab, was sich auf der Erde befindet. Und was die Raumschiffe selber angeht, das interessiert uns gar nicht so sehr. Wir werden nachher noch gegen Raumschiffe kämpfen dürfen, das ist richtig, ja, aber alles darüber hinaus ist halt nicht so unser Bier. Nicht so unbedingt jedenfalls. Bla bla bla. So, boom, 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 boom. Ja. Raumschiffe sind toll, Raumschiffe explodieren in unglaublichen Massen und zwei Raumschiffe mit einer Rakete sind wieder, das nenne ich mal wieder wirtschaftlich, ja, wirtschaftlich geschossen. In der Tat. Kann man wirtschaftlich schießen? Ja, man kann's. Der Hering beweist das hier immer wieder aufs Neue. Moderne Kriegsführung sollte ja auch diesbezüglich irgendwie Acht geben. La 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 la. Und ich meine, es ist ja, Waffen sind ja nicht gerade billig und so, ne? Deswegen, da sollte man schon haushalten. Dup, dup, dup. Ich meine, okay, das sind ganze Wirtschaftszweige, die davon abhängen und so. Und ich meine, das ist eine unglaubliche, die Rüstungslobby und so. Das ist ja ein Kapitel für sich irgendwie, wenn man darüber philosophieren will, wie viel Geld da irgendwie fließt. Und ich meine, hey, falls tatsächlich uns irgendwann mal so, vorzugsweise 2017, irgendwelche Aliens angreifen sollten, ich meine, ganz vielleicht schaffen es unsere Waffen dann ja ihnen ungefähr auf diese Art und Weise so ein ganz kleines bisschen was ja, entgegenzusetzen. Wenn nicht, wäre halt schlecht. Aber mein Gott, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass der Mensch so ein paar Waffen produziert. Ich meine, es ist zwar irgendwie auch ganz lustig, dass wir uns gegenseitig damit so ein ganz kleines bisschen das Leben schwer machen, aber falls tatsächlich da draußen so ein paar Aliens unterwegs sein sollten, dann ist man wenigstens für Notfall so ein ganz kleines bisschen gerüstet. So. Jetzt haben wir so ein Raumschiff auch nochmal wunderschön in der Nahaufnahme gesehen. Das macht unglaublich viel Spaß. Bla 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 bla. Diese ganzen Aussagen von mir sind, also was ich hier bagatellisiere und so, das darf man übrigens nicht zu, ja, zu ernst nehmen. Ich hoffe, das darf man mir an der Stelle dann auch ruhig glauben und so. Das zum einen. Zum anderen, ich mache hier Unterhaltungsvideos. So ein ganz kleines bisschen. Also klar, ich bin auch ab und zu gerne mal für ernste Themen und so. Wir nehmen jetzt mal Ra Quatsch, Granatenwerfer. Aber was für ein? Umbra Grenade Launcher. Capacity 12. Also dann sind 12 drin, das heißt, es gefällt mir. So. Und wieder den Raketenwerfer. Und Takedown. UFO, UFO. Ich lese da ganz viel UFO. Ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt das erste Mal tatsächlich ein UFO ausschalten. Hui, das wird lustig. Ja. Oder so. Wie gesagt, also ab und zu bin ich auch mal für ernste Themen oder sowas zu haben. Nebenbei könnte ich mal wieder ein neues Zitat aufrufen. Also nichts gegen Albert Einstein und so und das Geheimnisvolle und so. Das ist ein langes. Großes Raumschiff, die wieder, also große Raumschiffe, die öffnen wieder ihre Luken und da sind wieder Ameisen. Natürlich, wir werden jetzt noch ein paar Mal Ameisen im Spiel sehen, so ganz nebenbei. Also, ich hab's mehrmals betont, oder, dass dieses Spiel nicht sonderlich viele Gegnertypen hat. Aber ich meine, okay, warum hätten die Außerirdischen kreativer sein müssen oder so? Ist ja nicht so, dass sich jemand dann im Labor hinstellt und sagt, wir haben jetzt ganz viele Riesenameisen produziert, aber irgendwie ist es langweilig, wenn wir nur Riesenameisen haben, oder? Lass mal irgendwie noch andere Sachen entwerfen, damit den Erdenbewohnern nicht zu langweilig wird. Also, ich kann es auf eine gewisse Art und Weise schon nachvollziehen. Egal. George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, Schriftsteller und Nobelpreisträger. Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passen auch heute noch. Das ist ein sehr schlauer Satz, beziehungsweise ein sehr schlaues Zitat. Da könnte man jetzt auch wieder eine Weile drüber nachdenken. Kann ich die Raumschiffe jetzt schon kaputt machen? Ja, kann ich. Und das funktioniert mit meinem Raketenwerfer übrigens auch phänomenal gut, weshalb ich auch diesen Raketenwerfer immer wieder gerne mitnehme. Und ja, das ist dann halt so ein Raumschiff, was dann so runterfällt. Wir haben mittlerweile gesehen, wie man sie ausschalten kann, denke ich. Also sobald sich die Luken öffnen. Ja, ich kann auch vom Raumschiff begraben werden, es ist egal. Bum, 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 bum. Ja, es fällt jetzt irgendwie durch. Es ist unglaublich toll.
Sobald die Luken von den Raumschiffen tatsächlich geöffnet werden, und jetzt müsste ich, glaube ich, mal so langsam wieder ein paar Ameisen heran, damit ich mal einen Granatenwerfer mal ausprobieren kann. Wie fliegen die Granaten? Moment. Das ist eine sehr seltsame Flugbahn. Ta-ta-ta-ta-ta. Probieren wir es aus? Ich glaube, ich mache so mehr die Umgebung kaputt als die Ameisen an sich, aber es ist okay. Irgendwie, das sieht so... Das sieht interessant aus, wie die Dinger fliegen. Aber ich meine, sie machen Wumms. Ja, gut. Und man kann sie relativ schnell abfeuern. Also irgendwie gefällt mir der Granatwerfer in der Tat. So, wenn Luken öffnen und so draufballern auf Raumschiffe und so, damit es Boom macht. Und wir mögen es, wenn es einen Boom macht. Oh ja. Andere Sachen, die mir aufgefallen ist, mein letztes Earth Defense Force Video war relativ lang. Ich bin am Überlegen, wollen wir tatsächlich die weiteren Videos dann immer so in Hand haben mit zwei Missionen pro Video, oder wollen wir es dann so machen, dass wir dann lieber nur eine Mission pro Video machen? Ich meine, ich wollte das Let's Play halt auch nicht so lange machen, jetzt in der Hinsicht. Ich spiele es halt immer nur am Wochenende. Wenn ich jetzt konsequent nur am Wochenende spiele, dann bin ich trotzdem fast ein Jahr damit beschäftigt. Ich meine, zieh euch das mal rein. Dab, wenn dieses Spiel immerhin 50 Missionen hat und wir ja pro Wochenende 4 Missionen machen, das ist immer noch eine... Also, halt pro Wochenende 2 Videos, also 4 Missionen, also... Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Ganze könnte sich dann ein ganz kleines bisschen ziehen. Wahrscheinlich werde ich dann Earth Defense Force sowieso ab und zu auch mal unter der Woche oder so einlegen. Wenn ich mal Urlaub habe. Oder wenn mal wieder Feiertag ist oder so. Zahlreiche Feiertage. Tralala. Oh ja. Das letzte Jahr war diesbezüglich schlüllüllüllüllüm. War es das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr? Ich weiß es nicht genau. Da sind viele Feiertage jedenfalls irgendwie aufs Wochenende gefallen. Und das fand ich irgendwie wenig lustig. Das findet man generell wenig lustig, wenn man berufstätig ist. Und man dann so sieht, oh ja, da gibt's mal wieder Feiertage und so. Und oh ja, da darfst du ja irgendwie... Das nützt dir sogar gar nichts, weil da halt nur... weil da gerade Wochenende ist. Sonntag und so. Feiertage am Sonntag. Ich liebe sie. Ja, ich bin... Ja, vielleicht ist es so ein ganz kleines bisschen verwerflich oder so tatsächlich. Aber natürlich freue ich mich nur auf den Feiertag, weil ich dann einfach auch frei habe. Mich interessiert dann meistens leider ein Scheißdreck, worum es an einem Tag gerade geht. Ist das verwerflich? Ist es eine ungesunde Lebenseinstellung? Wahrscheinlich schon. Ich sollte mich schämen. Ja, wir schämen uns jetzt alle gemeinschaftlich mit dem Hering und wir schämen uns dann bis zum nächsten Video oder so. Ich war der Herring Whale. Das war Earth Defense Force 2017 für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann mit mehr Zitaten und schlagt ihr mir vielleicht auch mal ein paar Zitate vor oder so. Ein paar schlaue Sprüche oder keine Ahnung was. Irgendwas, was ich in diesen Let's Play noch mit einbringen kann. Weil irgendwie, finde ich, sollten wir die ganze Angelegenheit jetzt doch noch so ein ganz kleines bisschen auflockern. Finde ich wichtig. Oder vielleicht soll ich auch mehr zum Spiel labern. Ich weiß es nicht genau. Schreibt mir eure Meinung. Ist mir wichtig, weil dann weiß ich auch, wie dieses Let's Play hier weiterhin gestalten soll. Ich war wie gesagt der Herring Whale. Das war Earth Defense Force für heute. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video wieder. Also bis dahin, Herring Whale sagt tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz bald.